Buongiorno und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen FIFA 23 Video hier auf meinem YouTube-Channel. Und der eine oder andere wird sich jetzt ein bisschen denken, hey, was passiert hier? Der Brillo lebt ja doch noch, der lädt wieder mal ein FIFA 23 Video hier hoch. Ich habe nachgesehen, tatsächlich schon wieder knapp 3 Monate vergangen, wo ich mein letztes FIFA 23 Video hochgeladen habe hier auf meinem YouTube-Channel. Und vielleicht mache ich nochmal ein separates Video, warum ich mich nicht bereit gefühlt habe, so wie jetzt heute nochmal ein Video für euch aufzunehmen. Oder ich rede in meinen Twitch-Livestreams nochmal genauer darüber, das muss ich noch für mich abbiegen. Ich wollte einfach nicht da sitzen und ihr kennt mich ja, also für die, die mir schon länger folgen, wissen ja, ich muss es fühlen, für euch hier zu sitzen und nochmal off-stream ein separates Video aufzunehmen. Ja, ich will ja diese Good Vibes, die wir sonst immer in den Livestreams haben, auch hier im Video euch oder in dem Fall jetzt dir übermitteln. Und ich habe mich dazu einfach nicht bereit gefühlt. Ne? Es ist einiges vorgefallen, sehr vieles passiert. Und da wollte ich euch nicht einfach irgendwas vorgaukeln oder vorspielen, besser gesagt. Und deswegen fühle ich mich heute einfach richtig bereit, euch meine Division 1 Taktik und Formation mitzugeben, in der Hoffnung, dass auch vielleicht dir das eine oder andere helfen kann. Ich zeige euch dann auch nochmal das Team, mit dem ich es als RTG-Spieler, ne, die ja schon seit Anfang an mit dabei sind, hier wissen ja, FIFA 23, hier habe ich keinen Cent diesmal investiert, weil ich einfach wissen wollte, schaffe ich denn es dieses Jahr ohne einen einzigen Euro oder Cent in das Game zu investieren, wieder ein Team zu bauen, mit dem ich Spaß habe, das ich fühle, wo ich Bock habe, ja, und wieder Road to Elite. Letzte Season haben wir es geschafft, bis Division 1 zu kommen, und in dieser Season wollen wir natürlich wieder Elite Division angreifen. Für die, die schon ewig dabei sind, wissen ja, FIFA 22, da haben wir auch genug Geld rein investiert gehabt in das Game und da war ja auch konstant Elite-Spieler. Und dieses Jahr möchte ich es einfach ohne einen Cent als RTG-Spieler ebenfalls back in Elite schaffen. Wenn du noch neu hier bist und dir das Video am Ende gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir hier einen Daumen nach oben da lässt. Gerne auch meinen YouTube-Kanal hier abonnierst und auch die Glocke aktivierst, denn nur so bekommst du auch die Benachrichtigung, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, ja, komm rein in meinen Livestream. Findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Channel. Hier blende ich auch nochmal ganz kurz die Zeiten für euch an. Ich bin immer Montag, Mittwoch und Freitag vormittags online ab 6.50 Uhr. Bis circa Mittag und Sonntagabend übernehmen wir die Spätschicht. Da werden wir auch meistens die Weekend League nochmal finishen gemeinsam und reingehen in die Rewards. Und allgemein ist immer was los hier bei uns. Wir quatschen nicht nur über FIFA, auch über allgemeine Fußballthemen oder über aktuelle Live-Situationen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich auch da auf Twitch begrüßen darf. Dann hätte ich gesagt, zeige ich euch mal das Team, mit dem ich bis Division 1 gekommen bin, und zeige euch dann auch meine 2 Taktiken, mehr habe ich dazu gar nicht gebraucht, wie ich es denn geschafft habe, in Division 1 zu kommen. Rüber da, let's go. So, und hier seht ihr jetzt tatsächlich das Team, mit der ich in Division 1 gelandet bin, und die mir ja schon länger folgen, wissen Bescheid und sehen auch da im Kamera-Hintergrund schon Zlatan Ibrahimovic und auch hier im Sturm unverzichtbar für mich. Ich liebe diesen Kerl nicht nur in FIFA, sondern ich feiere den auch absolut im echten Leben. Ich kann es gar nicht erklären, es ist einfach so die Art, wie er ist. Dieser leicht gespielte Arroganzpegel. Und sind wir uns ehrlich, jetzt gerade aktuell leider wieder verletzt, dabei mit über 40 nochmal in so einer Top-Liga mitzuspielen, kommt einmal rein, schießt das Tor. Ja, Ibra Centurion, wie gesagt, RTG, habe ich mega Bock gehabt, den zu erspielen, sage ich mal, mit den Coins und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hat er noch gekostet 3,2 Millionen. Mittlerweile liegt er, glaube ich, bei 2,5 Millionen. Aber ich habe den dann damals tatsächlich für 3 Millionen gekauft. Spiele den jetzt auch schon wieder seit 324 Spielen mit 383 Toren, 80 Vorlagen.
Macht mir auf jeden Fall mega Spaß. Ich habe ja vorher immer Gold Zlatan Ibrahimovic gespielt, also die Goldkarte von ihm. Weit über 1000 Tore und 1000 Spiele schon damit verbracht, bis dass ich mir eben den FIFA, den Ultimate Centurion leisten habe können. Und jetzt zocke ich den einfach, weil er mir so viel Freude bereitet und ich den einfach krass feier. Ansonsten hatte ich hier nochmal den 92er Bergkamp, da war ich auch sehr, sehr zufrieden, seht ihr auch hier in der Statistik, 84 Spiele, 105 Tore, ja, sind auch einige Tore mit dabei, was man gebraucht hat für die Aufgabe für den 93er Bergkamp, den habe ich dann in die Bonucci SBC reingesteckt. Ansonsten Icon Pack hat richtig gegönnt, das war meine beste Icon, die ich gezogen habe in diesem Jahr, eben George Best, macht auch mega Bock hier, den über den Flügel nach vorn jagen zu lassen mit 101 Spielen, 19 Toren, 35 Vorlagen. Gabi, ja, war wirklich nice, wirklich sehr, sehr nice. Pirlo war jetzt im letzten Icon-Pack drin und ihr seht den Spiel jetzt noch nicht so lange, weil er ganz neu ist und ganz frisch ist, also erst seit 17 Spielen. Dennoch aber schon auch mit zwei Toren und 7 Vorlagen am Start. Und ich muss sagen, bei Pirlo, diese Passwerte, ihr seht es ja hier ganz kurz, Pass ist hier auf 95 und das merkst du auch in-game. Also da ist wirklich gefühlt, jeder Pass von Pirlo kommt auch genau dorthin, wo er ankommen soll und macht richtig Bock mit dem zu spielen. Gattuso war ich auch, wie ich den gesehen habe, ich glaube, den habe ich eine Stunde später, habe ich den sofort mitgenommen, war absolut Pflicht, ne, Milano-Legende, absolut stabiler Sechser, ihr seht auch schon 173 Spiele, 7 Tore, 12 Vorlagen sogar, ist mein defensiver Sechser in dieser Formation, macht auch mega Bock. Bastian Schweinsteiger muss vielleicht dazu auch noch sagen, ich wollte hier alle Icons, die ich gemacht und bekommen habe, reinpacken in dieses Team. Einer fehlt, das ist Gerard, den habe ich schon lange in eine andere SBC wieder abgegeben. Ne? Aber Schweinsteiger hier bei mir auf dem linken Mittelfeld, da werden jetzt viele schmunzeln und lachen, sagen, hey, der hat eine 75 Pace. Ja, deswegen auch Shadow. Muss aber ehrlich sagen, Schweinsteiger, ne, die deutsche Ikone, sage ich mal so, hat sich gar nicht mal so mies angefühlt am Flügel. Klar, er ist nicht schnell, aber die Passwerte und Stellungsspiel machen da sehr viel weg. 333 Spiele, 22 Tore, 38 Torvorlagen mit dem Kerl. Den musst du einfach mit reinpacken in dieses Team. Theo Hernandez Inform, die mir schon ewig folgen, wissen, Linksverteidiger ist bei mir Standard Theo Hernandez. Ich kann es euch nicht erklären oder warum oder weshalb. Ich liebe diesen Kerl, er ist schnell und ich arbeite ja immer gerne mit den Außenverteidigern mit nach vorne in meinem Aufbauspiel. Deswegen fiel hier auch die Wahl auf Theo Hernandez. Bonucci SBC, ne, wissen wir auch, glaube ich. Jeder, der den mitgenommen hat, weiß, wovon ich da rede. Das ist eine Wand. Also Bonucci ist einfach eine Wand. Der ist schnell, der hat gutes Stellungsspiel. Def-Werte mit 92 absolut stabil, Kopfball stark. Ihr seht auch hier 117 Spiele bereits, 2 Tore sogar und 2 Vorlagen. Ich weiß nicht, wie ich die Vorlagen gemacht habe, aber wir haben sie. Und Bonucci bereue ich auf gar keinen Fall, dass ich den mitgenommen habe. Maldini war, glaube ich, die zweite Icon, die ich mitgenommen habe. Seht ihr auch hier schon mit 317 Spielen, ist auch schon ein bisschen länger mit am Start hier. 2 Tore sogar, 1 Vorlage. Maldini war auch für mich unverzichtbar. Er ist schnell, Def-Werte absolut in Ordnung. Musste rein. Ne? Di Lorenzo, unser Red Pick hier, hatte ich echt sehr viel Glück in der vorletzten Weekend League, glaube ich, war das, ne? Mit dem Red Pick Di Lorenzo. Ich kann mich noch erinnern, in unserem Livestream, ne, ich habe nur gesagt, ey, ich möchte den unbedingt haben und einer hat nur in den Chat geschrieben, ich mache dir jetzt Auge, du bekommst den. Und tatsächlich im ersten Player-Pick war dann Red Pick Di Lorenzo, hat mich mega gefreut. 124 Spiele mittlerweile, 3 Tore, 14 Vorlagen und auch bei den Vorlagen merkt ihr wieder, ich arbeite mit meinen Außenverteidigern gern mit nach vorne. Kleine Änderung, Mike Maignan, da war vorher noch der Nominee Mike Maignan im Tor, den habe ich mittlerweile verkaufen müssen, weil jetzt gerade die Weekend League ist und ich ein neues Thementeam habe, ja, und deswegen habe ich jetzt in den Gold Maignan drinstehen, Maignan, schreibt mir das mal rein in die Kommentare, wie ihr das so seht, das Thema mit den Torhütern, für mich persönlich ein ewiger Leidensweg, also ich habe schon viele Torhüter ausprobiert, aber da war entweder die halten alles oder die lassen alles rein. Aber
Wenn ihr da anderer Meinung seid, schreibt mir das mal gerne unten rein in die Kommentare. Lese ich mir dann gerne durch. Würde mich mal interessieren. Ansonsten auf der Bank, ich hatte zu Beginn bisschen Packluck, ne? Wir hatten ja zweimal CR7, einmal OTW Lewandowski und OTW Nunes. Da war dann ein bisschen Kohle da, sage ich mal. Das hat dann gereicht für POTM Messi. Inform Neymar, das war aus dem Inform Pack. POTM Rafa Leão damals mitgenommen. Red Pick die Baller. Brahim Diaz, auch absolut genialer Spieler. Freue mich da schon aufs Champions League Halbfinale gegen Inter Mailand. Rabiot SBC musste mitnehmen und der Cheater himself, natürlich Abraham, der ist auch, glaube ich, also den musste man mitnehmen, der ist absolut Pflicht gewesen für mich. Ansonsten habe ich noch ewig lang gespielt, OTW Dest, seht ihr auch mit 1164 Spielen. Den habe ich einfach so gefühlt, weil er schnell war und ihr wisst ja, ich arbeite über die Außen nach vorne. Deswegen fiel hier die Wahl auf Dest und absolut Pflichtspieler für mich gewesen. Simon Kjær habe ich nochmal mitgenommen, Sandro Tonali SBC, Fred war auch mit drinnen, der war auch gar nicht schlecht. Und Kalulu nochmal, Pioli als Teammanager mit am Start für die Chemie nochmal. Und das ist der Squad. Mit diesem Squad hier habe ich es geschafft und mit den Taktiken und Anweisungen, es waren tatsächlich nur zwei, habe ich es geschafft, als RTG-Spieler, da ist kein Cent drinnen, in Division 1 zu kommen. Wenn ihr jetzt denkt, so, naja, hoppala, aber da sind so viele Icons, Red Picks, SBCs oder ich habe die Bonucci SBC gar nicht mitgenommen, kein Problem, ich spiele diese Taktik und Formation auch gerade in der Weekend League und da läuft es für mein Empfinden aktuell sehr gut für das, dass es so ölig ist, ja. Das heißt, die Taktik und Formation könnt ihr auch locker auf euer Team übertragen und anpassen, individuell anpassen. Ja, ich sage immer, nur weil es bei mir klappt, heißt es ja nicht, dass es bei euch automatisch auch klappt. Wenn es euch hilft, gerne. Ja, und wenn nicht, dann schade, dann vielleicht nochmal ein bisschen feinjustieren mit den Einstellungen. So, gucken wir mal rein in die Taktiken. Wie spielt denn der Brillo? Also in die 4-4-2 ist tatsächlich auch meine Startformation gewesen. Das ist meine Kennenlernformation, sage ich so. Ne? Ich möchte mal den Gegner kennenlernen im Sinne von, wie spielt der denn? Ist er offensiv stark? Ist er defensiv schwach? Ist er offensiv schwach oder defensiv stark? Ne? Ich will wissen, wie steht denn der Gegner? Deswegen war für mich die 4-4-2 eigentlich am solidesten und besten. Gleichzeitig im Aufbauspiel, also im Angriffsspiel und auch natürlich in der Verteidigung. Wir haben hier bei Verteidigung, Defensivstil ist ausgeglichen, Breite war 45, Tiefe 55 und das ist, wie gesagt, das könnt ihr individuell anpassen. Wenn ihr sagt, nee, 4-4-2 ist so breit aufgestellt, ich will die auch breit lassen, dann schraubt ihr das wieder hoch, ja, auf 55, weiter würde ich es fast gar nicht machen, sonst seid ihr zu weit auseinander. Ich habe hier mich entschieden für die 45 bei Tiefe, ne, auf 55, weil ich da eben, wie gesagt, den Gegner erst kennenlernen möchte. So, die Startformation, da will ich mal gucken, wie spielt der Gegner. Da möchte ich nicht zu hoch sein und auch nicht zu tief sein. Bei der Offensive habe ich Aufbauspiel ausgeglichen gehabt, Chancenverarbeitung, Läufe in die Spitze, weil ich hier mit den 4-4-2 breiter aufgestellt bin und auch die langen Pässe, ja, die diese L2 Flanken, sag ich jetzt mal, so OP wie das sind, dass ich das Läufe in die Spitze gehabt habe, dass man die Flügelspieler oder die Stürmer einfach mit nach vorne arbeiten. Breite hier ebenfalls wieder 45, dass ich schön kompakt habe. Spiele im Strafraum auf 7 Ecken und Freistöße auf 2 und auch hier gilt, auf 1, pardon, und auch hier gilt wieder natürlich für euch, passt euch das individuell an auf euren Spielstil. Ja, wenn ihr sagt, das ist zu wenig, das ist zu viel, passt es euch oder justiert es euch nach eurem eigenen Ermessen an, wie ihr euch da am wohlsten fühlt. So, rüber zu den Anweisungen. Erstmals, mein Torhüter hat diesmal keinen Flankenfänger. Das habe ich wieder ausgemacht. Gleiches gilt nämlich jetzt auch hier bei meinen Außenverteidigern. Da hatte ich jetzt früher immer hinten bleiben bei Angriffen. Das ist jetzt weg. Also auch meine Außenverteidiger hier bekommen gar nichts mehr von mir. Neu bei den Außen ist jetzt hier in dem Fall Schweinsteiger und George Best. Da ist jetzt nur mehr drinnen defensive Verstärken. Früher hatten wir ja für Flanken in den Strafraum und hier das Abwehr überlaufen. Das habe ich ausgemacht. Da ist jetzt nur mehr defensive Verstärken bei meinen Flügelspielern. Dann bei meinen 2-6ern, die sind identisch hier in dem Fall bei mir Gattuso und Pirlo. Die haben nur noch
hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Ja, früher hat er bei meinem defensiven Sechser eben diese zwei Sachen eingestellt, also hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken, und beim offensiveren hatte ich nur Mitte abdecken und ausgewogener Angriff. Da habe ich aber jetzt bei beiden hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken, dass da keine Lücken mehr entstanden sind und ich kompakter wieder stehe. Bei den Stürmern kleiner Unterschied, früher hat ja immer nur Abwehr überlaufen. Ja, mittlerweile ist es so, in dem Fall bei meinem Bergkamp ist jetzt nur mehr drinnen vorne bleiben. Und bei meinem Goalgetter, bei meinem Striker, sage ich mal so, also der mir die Tore auch schießen soll, ja, ist vorne bleiben und Abwehr überlaufen. Also der Zlatan hier in meinem Fall soll nur vorne bleiben und soll die Dinger hier reinknallen, dass es sich auszahlt. Ja. Mehr soll der bei mir gar nicht machen. So, das ist hier meine 4-4-2-Taktik und ich habe gesagt, ich habe dann noch eine zweite Taktik und das ist meine absolute Lieblingsformation und auch Lieblingstaktik. Ja, und die gehen wir jetzt auch rüber, das ist nämlich die 4-2-3-1. Ich kann es euch nicht erklären, seit Jahren spiele ich die und die, die mir schon länger folgen, wissen Bescheid, die 4-2-3-1 liebe ich einfach über alles gefühlt. Ja, du bist kompakt, du kannst überall aufgestellt sein. Du hast immer Anspielstationen, kannst aber auch wieder zurückarbeiten, wenn es nach vorne nicht geht. 4-2-3-1 nehme ich nicht nur gerne zum Verwalten, wenn ich in Führung bin und den Sieg nach Hause bringen möchte, sondern auch tatsächlich im Offensivspiel. Und da zeige ich euch jetzt mal meine Taktiken. Defensivstil in der Verteidigung ist ausgeglichen. Breite auf 65 und Tiefe 71. Breite 65 hört sich jetzt ganz breit aufgestellt an, fühlte sich aber bei mir in-game gar nicht mal so breit an. Ja. Ich habe einfach mehr Anspielstationen bekommen für Flanken oder Steilpässe oder sonstiges. Ich bin gefühlt überall präsent am Platz und das Ziel beim Verteidigen soll ja sein, den Passweg des Gegners zuzustellen, beziehungsweise wieder die Balleroberung. Ne? Und dann mit der 4-2-3-1, die ist ja sehr, sehr konterlastig, schnell wieder nach vorne zu arbeiten. Ne? Tiefe 71 aus dem Grund, ab 71, für die, die es nicht wissen, die anderen wissen es ja, automatische Abseitsfalle. Sonst wisst ihr, müsst ihr immer am Steuerkreuz zweimal nach unten tippen, dann bekommt ihr die Abseitsfalle. Aber bei Tiefe 71 macht es die KI automatisch. Deswegen auch hier bei mir die Tiefe 71. Offensiv habe ich hier schneller Aufbau, direkte Pässe und Breite 40. Ist ein bisschen jetzt, Moment mal, ne? Vorher erkläre ich Breite 65, ich will hier überall aufgestellt sein und lange Pässe. Ah, lange Pässe, da ist es ja, weil ich habe hier direkte Pässe, ich habe schneller Aufbau. Ich habe vorhin gerade gesagt, mit der 4-2-3-1 möchte ich schnell kontern. Das heißt, ich will hier mit der Breite meine Spieler zusammenziehen, dass ich noch schneller und noch besser und effizienter nach vorne arbeiten kann. Und dann idealerweise auch zum Abschluss komme. Deswegen hier schneller Aufbau, direkte Pässe und Breite 40. Und aber auch hier gilt wieder, das sind meine Einstellungen, mit denen ich klargekommen bin. Wenn ihr sagt, ey du, 40 ist viel zu kompakt, ja, ich will es ein bisschen breiter machen, justiert es euch wieder für euren Spielstil so ein, dass ihr es fühlt und drauf klarkommt. Spieler im Strafraum, wieder 7 Balken, Ecken, Freistöße, diesmal eben auf 2 Balken, weil in der 4-4-2 habe ich sehr viele Spieler vorne. Die habe ich hier mit der 4-2-3-1 dann nicht mehr. Deswegen möchte ich hier die 2 Balken haben, um mehr Anspielstationen zu bekommen. Ja, und dennoch aber nicht Gefahr zu laufen, dass ich komplett überrannt werde, wenn der Gegner ja kontert. Bei den Anweisungen eigentlich auch wieder wie in der 4-4-2 merkt man, ja, Flankenfänger ist raus. Gleiches gilt wieder auch hier bei meinen beiden Außenverteidigern. Dieses Hintenbleiben bei Angriffen habe ich rausgenommen. Hat sich einfach mit der Zeit besser angefühlt gehabt. Ja. Und bei den 2-6ern habe ich wieder, in dem Fall ja Gattuso und Pirlo, da ist der Unterschied jetzt eigentlich nur Gattuso, mein defensiver Sechser, hat hier hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken bekommen und mein offensiver Sechser, in dem Fall jetzt Pirlo, weil der einfach so krasse Passwerte hat, ja, der soll ja nicht schnell nach vorne laufen können, der soll ja nur schnell passen können und gut passen können und mit hinten bleiben bei Angriffen würde er einfach hinten bleiben bei Angriffen. Aber dennoch noch die Mitte abdecken war mir da sehr, sehr wichtig, dass da in der Mitte nicht zu große Löcher hier entstehen.
Auch hier wieder meine Flügelspieler, in dem Fall eben Schweinsteiger und George Best. Defensive verstärken, da ist auch nichts mehr mit für Flanken in den Strafraum drinnen. Defensive verstärken, hat sich kompakter und sicherer angefühlt. Mein Zehner, in dem Fall hier jetzt neben Bergkamp, hatte früher auch defensive verstärken. Das habe ich jetzt auch rausgenommen, beziehungsweise sogar alle Freiheiten. Das habe ich auch wieder rausgenommen. Das heißt, mein Zehner hier bekommt gar nichts mehr. Und wie in der 4-4-2 schon, Ibra oder in deinem Fall dein Stürmer, der Striker da vorne, wie der schon sagt, vorne vorn bleiben und Abwehr überlaufen. Ibra soll da vorne nichts anderes tun, außer die Tore machen und uns den Sieg bescheren. Ja, das waren also meine zwei Taktiken, beziehungsweise eben das Team, mit der ich als RTG-Spieler in Division 1 gelandet bin. Und ich hoffe, ich konnte dir auch den einen oder anderen wertvollen Tipp jetzt nochmal mitgeben oder die eine oder andere Einstellung, wo du dir denkst, hey, das ist neu für mich, das möchte ich jetzt auch mal ausprobieren. Und wenn es dann geklappt hat, ja, oder auch wenn es nicht geklappt hat, schreib mir das hier gern rein in die Kommentare oder join auch gern unseren Twitch-Livestream und schreib mir das da in den Chat rein. Fühle ich sowieso ein bisschen mehr, weil ich da besser mit dir interagieren kann und schneller auf Fragen antworten kann. Wenn dir das Video dennoch noch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ihr wisst ja, Support ist kein Mord. Abonniert gerne nochmal meinen Kanal hier, aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Ihr wisst ja Bescheid, ich weiß euren Support immer sehr, sehr zu schätzen, denn ohne euch wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und in diesem Sinne, bleibt mir bitte gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao.